Willkommen zurück zu einer tollen neuen Aufnahme. Ah, warte, ich lösche erst noch ein paar Welten. Wir arbeiten noch dran. Holgali können wir auch löschen, das war ein Seed-Test. Redstone-Testing löschen wir mal. Seed-Test löschen wir mal. New World kann man mal da lassen. Okay. Nochmal. Willkommen zurück zu Minecraft. Und wir sehen hier einen sehr wirren Haufen an 5000 verschiedenen Maps. Und ich glaube, ich habe die richtige gefunden. Denn ein Speicherplatz von minus 40 hat nur eine Welt. Aber wir sind nicht alleine, denn als Kombination für diese viel zu langen Haare habe ich mir Verstärkung hinzugefügt. Und zwar die Simsi. Und den einzig und wahre John Holger. Genau. Da 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 da. So, da, 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 da. Wir können jetzt irgendwas labern, während die Welt konvertiert wird. Viel Spaß dabei. Oh Gott, ich hätte ein Backup vorher machen sollen, glaube ich. Professionell. Ja, ja. Nein, ich bin gerade in einem schönen Konvertierungsscreen von Minecraft. Schnell auf den Kurs. Converting World to Scavolus MC Region. This may take a while, Smiley. Cool. Ich hätte mir definitiv vorher ein Backup ziehen sollen. Ich schneide nur raus. Ne? Was? Nee, nur schneiden wir nicht raus. Wer braucht schon Qualität? Spaß. Dafür haben wir doch gute Unterhaltung. Ja, worüber könnten wir reden? Ich weiß gar nicht. 25 Aufrufe, nice. 7 Likes. Ach ja. So lässt sich das lohnen. Was, 7? Ja, ich bin stolz. Weil eigentlich müsstest du 8 haben. Das hat er schon 7, bevor ich einen reingewirkt habe. YouTube hängt hinten nach, oh mein Gott. Ja, Lemon hat einen YouTube-Kanal, den werde ich auch verlinken. Beziehungsweise ihr findet ihn in den Featured-Kanäle anstelle 2. Er heißt ganz Lemon. Ganz vielen Leuten gefällt mein Beitrag auf Facebook, den ich gepostet habe. Das habe ich tatsächlich auch gesehen. Ich habe das auch mal auf meine Seite gehauen. Deine Seite? Ich habe eine Facebook-Seite, ja. Mit einem Follower. Unglaublich fame, ja. Ja, deswegen. Daher kommen all deine Aufrufe. Beim Konvertieren. Oh, minus something. Ich downloade mir gerade Pony Hawk. Skater. Bitte, was Pony Hawk? Du? Nee, Pony Hawk American Raceland. Bitte sag, dass es dafür einen Pony-Mod gibt. Bitte sag das. Bitte sag, dass ich da als Pony spielen kann. Du kannst dir deinen eigenen Charakter erstellen, also. Also kann ich auch ein Pony sein, wenn ich nur will, okay. Ich glaube. Pony Hawk. Das ist einfach so ein Pferd mit so Greifsflügeln. Warte, ich google das jetzt. Ich wette, irgendein Brony hat das gemacht. Ja, irgendwer hat das gemacht. Tatsächlich, es kommt. Oh, ich hab Pony Hawk gegoogelt. Oh. Pony Hawk. Das ist eine Frisur. Übel, das hatte ich jetzt als letztes erwartet. Ja, das sieht sehr doof aus. Und vor allem, das trägt nur eine Person. Super. Ich google jetzt Pony Tony Hawk. Das gibt es. Da, guck mal. Da ist ein Scooter-Lou auf einem PlayStation 2 Tony Hawk Pro Skater 2. Es ist sehr faszinierend, euch zuzuhören, wenn man keine Ahnung davon hat, wovon ihr eigentlich redet. Von einem Tony Hawk Spiel, aber mit Ponys. Was ist Tony Hawk Spiel? Das ist echt ein Ding. Guck mal, da gibt es Shirts. Da ist ein Tony Hawk, der auf einem Pony ist. Wow, wir haben übrigens gerade, glaube ich, 4 Minuten einfach in einem Ladebildschirm verbracht. Wow. Blende es einfach mein Video ein. Ja. Ja, aber dann hört man uns nicht mehr gut. Außerdem ist dann das mit der Musik blöd und überhaupt. Ja, machst den Ton scheiße, aus. Scheiße, ich hätte die. Ah nee, meine Festplatte ist geleert. Wichtigstes schon mal geklärt. Oh mein Gott, der Ladebalken ist fertig. Was passiert jetzt? Die Welt besteht jetzt aus einer riesen Explosion. Vermutlich mal. Roses are wet.
Violets are blue, Tony Hawk's Pro Skater 2. Okay. Wo bin ich? Danke, Internet. Ach, ich bin hier unten. Ach, hier bin ich. Gott. Ah. Ja, desto weiter man bei Pony Tony Hawk runterscrollt, desto verstörender wird es. Das ist Internet so. Okay. Ja, ich hab's gerade Ich schaue es mir gerade mal beim F3-Screen an. In welche Richtung ist das überhaupt? Ich bin verwirrt. Hey, cool, wie geil ist das denn? In der Beta 1.3 siehst du im F3-Screen die Gesundheit der Tiere. Diese Schweine hat zum Beispiel 7 Herzen. Ich weiß jetzt nicht, ob eine Axt ihn tötet. Warum haben sie das rausgenommen? Nee, warte. Ich hab keine Ahnung, was diese Zahlen. Ach nee, hä? 5, 6? Die 7 habe ich getötet. Ach, ne? Ach nee! Ist ja lustig. Die Viecher sind einfach durchnummeriert. Das ist so stupid. Die Tiere sind einfach durchnummeriert. Ich habe so eine Nummer. Das ist Tier Nummer 1 in der Welt. Endet die 1. Ach, das ist lustig. Das ist sehr intelligent. Jetzt muss ich aber trotzdem mal schnell analysieren. Einiges aufgeschrieben. Okay. Aber das wird mal spannend. Hallo Schwein. Welche Nummer hast du denn? Du bist die Nummer 5010. Ah, gut zu wissen. Gut, wo geht's hier eigentlich nochmal hoch? Ach Gott, hey, das ist so verwirrend. Das ist so lange her hier gerade. Also vorhin nicht, für euch war's gestern. Aber, ja. Da oben steht ein schöner, also weniger schöner Anblick eigentlich. Ah, Mann, das... Aber das werden wir hoffentlich reparieren können jetzt dann gleich. Hä? Nein, das ist nicht wahr, oder? Es gibt farbige Wolle, oh mein Gott. Ich kann Schafe färben. Oh, jetzt bin ich in ein Loch gefallen. Hier sind nur Bücher und Lava-Eimer. Wir haben ja eh noch Wolle da. Haben wir irgendwo eine Kiste mit Holz? Das ist Erde. Ach komm, ihr habt doch bestimmt schon irgendwo eine Kiste. Ja, toll. Mit Holz angefangen. Ihr dürft übrigens auch gerne was sagen, ne? Kobbel, Kobbel, Kobbel. Und was ist das hier? Auch Kobbel. Wow. Na, wieso ist es hier eigentlich so dunkel im Lager? Ich habe das in heller Erinnerung. Wieder. Oh, ich habe schon. Ein Prozent. Warte, ist das ein Prozent oder ein Zehntel? Ein Zehntel habe ich schon. Gut gemacht. Ach du Heilige, was ist denn hier passiert? Also die Konvertierung der Welt ist anscheinend etwas merkwürdig gelaufen. So gefühlsmäßig. Und davon abgesehen, dass ich mich in diesem Haus nicht mehr auskenne, aber das hat andere Gründe. Haben wir wirklich kein Holz mehr? Oh, jetzt sag nicht, ich muss Holz holen. In welche Kiste habe ich denn das blöde Holz reingelegt? Alter. Erstmal den Boden reparieren. Super, ey. Das hat echt gut funktioniert hier alles. Ich hab kein Holz mehr. Ich hab keinen Schluck auf, nee. Könnt ihr mir helfen? Wo hab ich denn mein Holz hingelegt? Hab ich noch Steam?
Och nee, sag mir nicht. Oh nee, ich weiß meinen Steam-Account haben sicherlich nicht mehr. Gut, die Kisten sind falsch rum, aber ich hoffe, das passt dann irgendwann wieder. Hier ist der Übeltäter für das, wie es hier aussieht. Der Kuchen nämlich. Oh, verdammt, ich habe kein Steam mehr. Ich habe anscheinend echt kein Holz mehr, ey, das ist jetzt voll peinlich. Man ist so langsam. Ja, was macht ihr so aktuell? Ich downloade mir Steam neu. Vielleicht finde ich da ja ein paar coole neue Spiele. Ach warte, bei deinem Computer noch aufsetzen hat sich Steam verchillt. Ja, genau. Okay, mein obwohl es Tape eigentlich gesagt hat, es werden keine Dateien geändert oder so. Oh, nee, hat man ja gesehen bei manchen Sachen, ne? Ja. Gut. Ich schaue jetzt meine beiden Kisten da vorne, ob ich hier noch Holz habe. Ansonsten muss ich jetzt sehr stark disponieren und 5000 Jahre Holz fällen. Was ich eher weniger cool finde. Aber wenigstens wird Tag. Es ist sau dunkel, aber es gibt jetzt schönere Lichteinstellungen, was natürlich auch sehr schön ist. Ja, die Minecraft normalen Einstellungen sind ja echt schön. Cobblestone, 2 Stacks Holz, das ist eher wenig. Ich könnte natürlich auch ein Speedpainting machen, aber ich kann nicht zeichnen. Ich meine, du kannst ein bisschen zeichnen, es ist gar nicht mal schlecht, aber ein Speedpainting, Ich muss Holz holen. Ne gut, ich glaube, das wird nicht so lange dauern, weil ich glaube, deine Werke sind nicht irgendwie was, wo du richtig viele Layer verwendest und wenn du das dann nochmal... Ja, wenn ich so ein richtiges machen würde, ja schon so mit Line Art und dann nachzeichnen und richtig Farbe und Schattierung und sowas alles. Aber willst Line Arts machen? Ja, hab ich doch hab ich richtig... Was denn Line Art? Du hast das letzte Mal aufgegeben nach 2 Strichen. Ah ne, meistens schwarze Umrandung bei einer Zeichnung? Die über die Skizze gelegt wird, sozusagen. Ja, können mir viel erzählen. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. So. Ich habe bloß keine Ausdauer, irgendwie ein Sandstein fertig zu machen. Woher zum Teufel habe ich Sandstein? Und seit wann gibt es Sandstein? Seitdem es Sand gibt, sicherlich. Oder kommt nein, Sand? Nein. Von Sandstein? Was kommt zuerst? Sand oder Sandstein? Das ist ehrlich gesagt eine sehr gute Frage. Ich habe keine Ahnung, was zuerst kommt. Ich muss jetzt erstmal Bäume anpflanzen. Was mich tierisch aufregt, weil ich kein Holz mehr habe. Was mich auch tierisch aufregt. Wieso ohne Witz? Wieso habe ich kein Holz mehr? Und wieso ist meine letzte Folge das überhaupt passiert? Das war so dämlich. Alles Fragen über Fragen, auf die ich niemals in meinem Leben eine Antwort kriegen werde. So. Ah, ich hab dich zum Spielen. Oh. Das ist sehr tragisch. Indeed. Ich meine, ich habe eine Xbox. Aber die habe ich schon ewig nicht mehr in meinem Zimmer gehabt. Und damit kann ich nichts aufnehmen. Ja. Der Capture Card ist halt, glaube ich, auch recht teuer, ne? Eben. Wäre aber ganz cool, dann kann ich zum Beispiel auch meine GoPro als Facecam benutzen und sowas alles. Oder mein Handy aufnehmen oder MDS oder so. Ich finde ich eigentlich nicht schlecht. So ein Ding. Ja, klar, das ist schon unglaublich praktisch. Ja, aber es ist so eine Investition, braucht ich jetzt mal nicht. Ja, eben. Also ich muss erstmal um großartig. Ich will jetzt das da oben natürlich jetzt nicht so als Ruine stehen lassen, deswegen
versuche ich das einfach mal so schnell wie möglich zu.